Hallo Leute und willkommen in meinem neuen Video. Heute gibt es mal einen Vlog von meinem Urlaub. Ich bin gerade in Griechenland. That I'm at an all time. Jetzt gehe ich mir mal ein bisschen Proviant einkaufen für die Woche. Ja, und am Nachmittag geht es dann an den Strand. Nehme ich euch auch mit. Und wusstet ihr eigentlich, dass ich ein eigenes Unternehmen habe? Schon krass, oder? Wenn man da ranzoomen könnte, wäre es auch super. Das ist Simons Rentals. Aber jetzt weiß ich den Namen von meinem eigenen Unternehmen nicht. Schon blöd. Oh ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit zum Shoppen. Schaut euch nochmal die Landschaft an. Schon krass. So, jetzt sind wir angekommen im Minimarket. Schauen wir mal rein. Das ist immer richtig. Backen gegönnt. Nur ein kleiner Ausblick aufs Meer. Aber den Rest seht ihr später. Wir sehen uns dann später am Meer. So Leute, jetzt sind wir am Strand angekommen, gerade das Auto noch geparkt, jetzt geht es zu den Liegen und seid ihr bereit für den Strand? Wenn ja, dann gebt euch.
Mega nice. Sandstrand auch noch. Wenn ich einen Kiesstrand wollte, dann müsste ich nur darüber gehen. Aber den Rest hätte dann eben Wasser. So Leute, jetzt habt ihr ein bisschen die Unterwasserwelt von Karpathos gesehen. Ich habe am Anfang noch gar nicht gesagt, dass ich wieder auf Karpathos bin in Griechenland. Ich bin schon das 5. Mal auf der Insel. Ja, ist ganz entspannend. Und jetzt gehen wir noch vor, weil da kann man hat man einen viel besseren Überblick. Es ist zwar gerade so heiß. Und mir rennt schon der Spaß richtig runter beim Laufen, aber ich wollte ja einen Vlog machen. Das muss man sagen, ja. Also hier ist nochmal der Strand, wo ich bin. Da jetzt weiter, das Meer, das schöne blaue. Viele glauben ja nicht, dass es so schön blau ist. Aber hier ist es echt so. Ja, schauen wir da rauf. Hier ist so eine kleine Kapelle. Ist auch ganz nett. Der Weg ist natürlich voll steinig. Muss aufpassen mit Flipflops. Aber es lohnt sich, dass man daher geht. Weil dann sieht man das.
ist halt echt nass. Das sind schöne Steine und da sind voll viele Fische. Da geht es halt rüber, wie ich vorher gesagt habe, zum Kiesstrand. Ich hoffe, ihr habt es nicht dann gehört. Da habe ich die Hülle oben gehabt. Jetzt weiß ich es nicht. Aber dort geht es halt nicht so weit rein wie beim Sandstrand. Aber es ist halt gleich tiefer. Und deswegen sind auch viel mehr Fische dort. Und es ist halt ein geiler Blick. Das ist so. Zoomen wir mal ran. Also das taugt mir echt. Und da ist nochmal die Kapelle, wie ich gesagt habe. Da hinten ist das Calypso. Das ist das Restaurant hier, weil die anderen haben gerade nicht offen. Renovieren. Das macht jetzt Riesengeschäft. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen vor, damit ich es euch besser zeigen kann. So, wieder mal Zoom weg. Das ist meine neue GoPro, die Hero 7 in Grau. Gönnt euch einfach. Nice Ausblick. Ah, da unten sitze ich gerade herum, müssen wir weg. Das ist für mich ja spannend, oder? Ja. Das ist so ein bisschen Kapodos. Ein kleiner Vlog. Ich nehme euch vielleicht heute Abend noch zum Essen mit. Wenn ja, dann seht ihr es eh. Wenn nicht, dann teile ich noch Fotos. Da hinten hat halt auch ein Schiff angelegt. Also komm schon. Das ist sonst nicht so, dass hier Schiffe sind. Ja, ganz entspannt. Nicht so viele Leute. Ruhig. Oh moin, da hat jemand seinen Kübel verloren. Versuche ich damit mal ran im Video beim Schneiden. Aber ja. Also das ist hier Griechenland, die Insel Kapodos, falls ihr auch mal herfahrt, dann könnt ihr auch hierher gehen, kann man schöne Fotos machen, ja, nice. Okay, wir sehen uns dann wahrscheinlich beim Abendessen, wenn überhaupt. So Leute, wir sind jetzt bei so einem Denkmal. Geile Aussicht zeigen. Schaut mal. Dort ist halt gerade ein Motorrad. Lauter Hügel. Dort bin ich essen am Abend. Und wo ist das jetzt genau? Dort hinterm Stein. Jetzt habe ich Hotel. Hotel Sophia. Das ist extrem heiß hier. Okay. So Leute, ich habe mich jetzt umentschieden. Ich laufe in Sophia's Place, weil es einfach geil ist und ich habe Bock auf gutes Essen. Also seht ihr gleich das Essen.